Hallo und ganz herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu einem neuen Game, das wir heute zocken auf meinem Kanal. Tunic heißt das Spiel. Ist ganz neu in den Game Pass gekommen und ich habe mir gedacht, nur ein paar Gigabyte, lade mal schnell runter und fange es mal an zu zocken. Die Bilder sehen so ähnlich aus, erinnert mich irgendwie an Zelda, aber ein altes, älteres Zelda, ja, also schon ein paar Jahre zurück, nicht das aktuelle. Das sieht ein bisschen anders aus. Gut, okay, wir starten einfach mal rein ins Spiel, würde ich sagen. Neues Spiel beginnen und sehen, was uns erwartet. Okay, das war schon, war das der Vorspann? Okay, wir sind ja ein Fuchs. Okay, das sieht nicht ganz so aus wie Zelda, aber... Was soll's? Wir schauen einfach mal rein ins Spiel. Ja, solange wir am Anfang hier sind und noch nichts Spannendes passiert, gebt mir doch gleich einen Daumen hoch. Dann ist das schon mal erledigt. Ich danke für deinen Support. Wenn es dir gefällt, dann schreib doch noch einen netten Kommentar rein. Also ich werde jetzt auf alle Fälle hier mein Bestes geben und durchstarten. Ja, wird spannend werden. Mal sehen, was uns hier erwartet. Okay, kann man hier irgendetwas machen? Ich habe hier zwei. So, ich habe mal den Controller angeschlossen. Ich denke, das ist einfacher zu spielen, dieses Spiel mit dem Controller. Und jo, jetzt geht's weiter. Schauen wir mal kurz die Tasten ein bisschen ausprobieren. Okay, ich kann hier noch nicht so viel machen. Okay, gehen wir einfach mal weiter und sehen wir, was uns erwartet in dieser Welt. Hier ist ein Briefkasten. Cool. Nicht schlecht. Hier geht's irgendwie rein. Schauen wir mal, was gibt's hier drin? Oh, eine Kiste. Oha. Ein Stock. Irgendwie klappt's hier mit der Sprache nicht. Ich kann das mal nicht lesen, was hier steht. Aber ich glaube, das sind gar keine, hier können wir noch, ne? Kann man leider nichts machen hier. Ach, ich habe hier eine Energieleiste, ja, die geht, füllt sich auf, geht leer, wenn ich Aktion mache, okay. Na, was ist hier oben? Ach, hier sind die ersten Gegner wohl, ja, sieht so aus. Okay, dann schauen wir mal hier hoch. Kann ich hier irgendetwas, den Stock kann ich ausrüsten, hier, kann ich den ausrüsten, irgendwie, ja, okay. Ah, den habe ich jetzt auf Taste B gelegt. Gut. Jetzt so auf A. Ne, ich mache den auf B. Dann hauen wir jetzt auf B zu. Passt. Ja, sehr gut. Haben wir schon mal unsere erste Waffe hier. Was ist das hier? Yes, der erste Gegner. Okay, sehr, sehr cool. Ja, warum nicht? Auf A. Die Tür ist verschlossen. Schade. Hier drüben waren noch ein paar Gegner. Ja, die haben wir schnell weg hier. Okay, sehr, sehr nice. Gut, weiter geht's. Aber macht ganz schön Spaß. Spielt sich gar nicht so schlecht. Warum nicht mal etwas anderes zocken? Ui, das ist ein großer Gegner. Mal sehen, ob wir den auch knacken hier. Ah, jetzt haben sie mich gesehen. Zack. Ah, okay, der schlägt schon mal zurück. Sehr, sehr krass. Ui, bin getroffen. Schon wieder. Mist. Okay, passt. Erledigt. Ja, meine Energie ist zur Hälfte weg. Mal sehen, wie wir das hinbekommen. Irgendwo da aufladen. Hier kommen wir nicht hoch. So, was ist das hier? Ui. Und was hat mir das jetzt gebracht? Ah, ich bin wieder aufgeladen, mein Leben. Das ist ja cool. Na gut, dann weiter geht's. Oh, ist das ein Schlüssel hier? Okay. Ich kann das gar nicht lesen. Eieiei. Aber gut, die Schrift gibt's, glaube ich, auch nicht. Das ist wohl so gewollt. So, was können wir hier machen? Na, Fernrohr schauen. Ui, okay. Oh, das sieht aus wie ein Boss hier. Ja, da müssen wir runterkommen. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Hier sind Steine, da können wir nicht rüber. Der Weg ist verbaut, aber ich habe hier einen Schlüssel gefunden. Und hier oben geht es noch weiter. Okay. Ui, das große Tor. Das ist natürlich... Geht das auf mit dem Schlüssel? Oh, krass. Cool.
Oha, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, bin ich ein Geist oder was ist denn das hier? Krass. Tut, dann lauf mal hier hoch. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ein bisschen mehr Story wäre nicht schlecht, die ich auch verstehen kann. Okay, was ist hier? Ist irgendeine Verbindung, kann es sein? Muss ich die jetzt aktivieren? Ja, könnte es sein. Okay. Oha. Okay, und jetzt geht die Türe auf, oder? Zack. Okay, das ist gar nicht so schlecht gemacht eigentlich in dem Spiel. Oh, cool. Ein bisschen mehr Story. Wenn ich da etwas erfahren könnte. Hier geht's gar nicht weiter. Fliege ich hier runter? Hä? Ein unsichtbarer Weg? Jo, was ist das? Hä, was passiert hier? Okay. Ist das meine Mom? die ist wohl gefangen. Sprich doch bitte. Komm schon. Okay, ja, die kommt nicht raus hier. Okay, die müssen wir wohl befreien. Könnte meine Mutter sein oder die Königin oder ui. Also cool gemacht ist es. Auf alle Fälle, man kann das schon anschauen hier. Okay, gut. Ein bisschen was habe ich gesehen. Leider weiß ich nicht viel. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Mal sehen, ob der Schlüssel... Ah, hier sind die Gegner wieder da. Die spawnen wieder. Okay. Ob der Schlüssel in das Tor passt, ganz am Anfang. Da hier unten war das, genau. Was sind es eigentlich für Kristalle, die ich hier einsammle? Und geht's auf? Oh, okay. Ah, hier kann ich den Schlüssel einsetzen. Und dann schauen wir mal, was hier drin gibt. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich verstehe das halt nicht. Ja gut, dann finden wir das halt selber raus. Wir sind ja schon ganz schön krass drauf mit unserem Stock hier. Ach, können hier alles zerlegen. Okay. Die Kiste ist leer. Na toll. Ah, hier geht eine Leiter hoch und runter. Er spielt sich ganz gut. Also das ist ganz, ganz nett gemacht, ja. Hier kommen wir leider nicht hin. Sehr, sehr schade. Aber hier ist ein unterirdischer Gang irgendwie. Hier ist ein Tor. Kommen wir da rein? Auch nicht. Aber es macht ganz Spaß, also spielt sich gar nicht schlecht, ja, es ist ganz lustig. Mal sehen, was da noch kommt, also warum nicht mal so ein Game zocken? Ist vielleicht auch für kleinere gedacht, aber es kann natürlich auch einem Dad mal Spaß machen, sowas zu spielen. Okay, wir bekommen hier ziemlich viele von diesen Dingen, diesen Kristallen, aber ja gut, das war's wohl hier. Ah doch, hier können wir die auch noch zerschlagen, sehr, sehr gut. Okay, dann denke ich, hier oben haben wir alles abgeräumt. Ja, hier geht's noch weiter. Gut, dann geht's wohl hier rein. Genau, super. Okay, jede Menge Gegner. Ostglockenturm. Okay. Hauen wir mal die Dinger hier weg. Bin ja wirklich noch nicht so schwer. Eine Waffe ist natürlich auch nur ein Stock. Da geht noch mehr, denke ich. Ah, nichts drin. Doch ein paar Kristalle hier. Dann schauen wir mal, was gibt es hier zu entdecken. Speichern? Kann es sein? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, spannend, spannend. Ja. Weiter geht's. Gibt's hier, kommen hier irgendwie rein? Nee, hier ist wohl auch zu. Ah, hier geht's hoch. Ah, und hier gehen wir auch nach hinten. Gehen wir zuerst mal dahin. Oh, hier können wir runtergehen. Okay, warum nicht? Los! Eieiei! Reingefallen hier. Ah, hier ist die Leiter kaputt. Die kommen hier wieder raus oder was ist? Ah, okay, cool. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also die Grafik
geht eigentlich? Kann man zocken? Ich kann es halt nicht lesen. Okay, ein stärkerer Gegner. Oh, Achtung. Der schießt. Okay. Ja, ist im Game Pass enthalten. Warum nicht, wenn es umsonst ist? Ja, probieren wir es einfach mal aus. Gut, weiter geht's. Hier geht's nicht runter, oder? Nein. Gut, runterfallen kann man nicht. Ist schon mal vielleicht auch kein Fehler. Das Schild brauche ich gar nicht lesen. Kann ich eh, verstehe ich ja nichts. Macht ja keinen Sinn. Geht's hier weiter? Oh ja, tatsächlich. Ich muss... Oh, hier ist ein starker Gegner. Fahr zum Heldengrab. Okay. Ui, der schlägt halt zurück. Der Sack. Okay, Hammer. Hier ist der nächste. Eieieiei. Bin gleich down hier. Muss irgendwo meine Energie auffüllen. Boah, das geht ziemlich schnell. Das geht ziemlich schnell hier. Ostwald irgendwo. Gab's doch so... Ah, hier, ja, oder? Kann es sein? Ja, Energie ist wieder voll. Sehr, sehr gut. Oh, hier kommen auch noch hoch. Das probieren wir mal aus. Da oben waren ein paar Gegner. Okay. Yo, die zerlegen mich schneller als ich... Oh, 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 oh. Okay, das war's. Das ist dann schon eine Stufe härter hier. Von wo aus starte ich jetzt? Da bin ich im... Ah, okay. Bin wohl gestorben jetzt und muss aber irgendwie zurückkommen. Schauen wir mal. Ach nee, hier ist schon wieder diese Tante. Komm, schick mich zurück. Hopp, hopp. Ah, cool. So geht das. Ja, mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Da bin ich mal gespannt. Ja, okay, wieder an der Stelle. So, nochmal da hoch. Ui, grad, das sind halt zwei Gegner. Wie soll ich das schaffen? Ich gehe erstmal nochmal darüber. Das war dann doch nicht ganz so schwer, der Gegner. Ich glaube, den packe ich eher. Also da oben, da brauche ich vielleicht eine neue Waffe oder ein Schild oder sowas. Die Gegner sind wieder da. Das ist ja toll. Da komme ich nicht weit. Da gehen wir mal hier rein. Ganz schön knackig schon hier am Anfang. Ja. Da oben sind die Gegner. Keine Ahnung, wie ich den fertig werde hier. Hier kommen wir gar... Ah, komm schon, echt. Echt jetzt. Komm bitte. Wir kommen hier nicht durch. Ach, come on. Kann man das nicht platt machen hier? Komm schon, ja. Ah, Mist. Tja, die Leiter kommen natürlich von hier aus nicht runter. Jo, ich denke, das war's dann. Jetzt ist die Frage, wohin gehen wir? So, jetzt sind wir mal ein bisschen weiter hier hochgekommen. Aber wir haben halt sehr, sehr wenig Energie. Das ist wirklich ein Schlag und ich denke, wir sind down, ja klar. Hier oben ist die Truhe, da komme ich nicht hin. Hier komme ich auch nicht hin. Hier oben geht es hier weiter. Hier geht es runter. Schauen wir mal, was kann man hier machen? Irgendeinen Hebel oder was bewegen? Okay. Hui, Mechanismus. Türe geht auf. Sehr gut. Leider kommen wir an die Kisten nicht dran. Aber es geht schon mal hier weiter. Und hier kommt... Hui, hey. Komme ich hier durch? Ja. Schaut mal hier. Ein Schwert. Sehr, sehr cool. Das erste, die erste richtige Waffe im Spiel. Ja, die werden wir gleich mal anlegen hier. Boah, richtig nice. Yes. Ah, sehr gut. Ja, jetzt können die Gegner kommen. Das war wirklich mit letzter Energie hier. Okay, sehr gut. Das stimmt mich... ohne Mut ist hier weiterzumachen. Ich habe schon schier verzweifelt hier, weil der Schwierigkeitsgrad ist echt knackig. Also ist wirklich. Aber ich denke, jetzt machen wir mehr Schaden und jetzt können wir weitergehen. Sehr, sehr gut. Das Schwert, das Hammer, das kann uns keiner mehr wegnehmen. Wunderbar.
So, frisch gestärkt geht's jetzt weiter. Ich probiere es noch einmal hier hoch. Mal sehen, was wir jetzt an Schaden machen. Okay, da trifft mich natürlich wieder, ist ja klar. Okay, der erste ist zwar down, aber ich decke wieder richtig viel Schaden hier ein. Schaut mal, ich kann jetzt diese Dinger hier wegmachen, diese Klötze. Das ist aber auch cool. Könnte ich jetzt hier richtig viel wegmachen und wir konnten einige Passagen durchkommen, wo es vorher nicht weitergegangen ist. Vielleicht soll ich jetzt hier alles hier absuchen. Gut, aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt sind wir schon ganz schön ein Stück weitergekommen. Wir haben unsere erste Waffe gefunden. Das ist doch schon mal cool. Ich glaube, ich gehe noch ganz schnell hier rein. Hier geht es nämlich noch weiter zu der Kiste. Ja, da kommen wir jetzt hin mit dem Schwert. Das ist ja richtig cool. Richtig nice. Ui, was ist das? Das müsste. Hier geht es sogar noch runter. Das mache ich noch schnell und dann machen wir Ende für heute. Ui, hier geht es jetzt wirklich richtig. Ui, okay. Jo, das machen wir in der nächsten Folge. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Hast du das am Anfang nicht getan? Dann mach's bitte jetzt. Nee, Spaß beiseite. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen könntet. Wenn du bis hierher geschaut hast, dann hat es dir ja vielleicht gefallen. Ich hoffe es zumindest. Ich gebe mein Bestes hier. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Der Zockt ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.